Und damit herzlich willkommen zum nächsten Call of Duty Teil, beziehungsweise zum nächsten Teil von Call of Duty 1, und zwar dem Call of Duty Mehrspieler. Und zwar lief damals noch alles so ein wenig anders, und zwar war das Spiel nicht bei Steam, sondern man musste es von CD installieren. Und damit man das Spiel nicht einfach raufkopiert hat, hatte man einen sogenannten CD-Key, wurde dieser CD-Key doppelt benutzt von zwei Spielern gleichzeitig, ist einer davon rausgeflogen. Ich glaube, es flogen immer beide raus, aber gucken wir uns das eigentliche Spiel an und damit auch die Waffen. Dazu starten wir einen neuen Server. Ich könnte zwar auch im Internet spielen, aber das Spiel ist ziemlich hart und ziemlich schwierig mit einer ziemlich steilen Lernkurve. Deswegen würde ich da nur auf die Fresse bekommen und würde nicht dazu kommen, irgendwas zu erklären. Und wir gehen als erstes am besten. Ja, mal einfach mal auf diese Karte hier. Wir haben ja auch ein paar Spielmodi, und zwar Hauptquartier, wo ich nicht mehr weiß, wie das geht. Team Deathmatch, Suchen und Zerstören. Das ist übrigens heute noch drin. Das ist dieser Counter-Strike-artige Modus. Bergung weiß ich nicht mehr, was man da machen muss. Feindliche Linien ebenfalls nicht. Nehmen wir einfach mal Team Deathmatch und diese Karte. Die meisten wurden auch gar nicht gespielt. Eigentlich Team Deathmatch ist das, was so gut wie immer gespielt wurde, und dann noch ein bisschen Suchen und Zerstören. Der Rest war im Internet nicht sonderlich populär. Da man auf Public Server angewiesen war, lief das da einfach nicht. So, wir können auswählen, Amerikaner oder Deutsche. Wie ich würde sagen, wir fangen mit den Deutschen an. Hier kann man sich die Waffe frei aussuchen. Man muss sie nicht freischalten. Man darf auch keine Fremdwaffen nehmen. Man hat hier die Möglichkeit zu wählen zwischen dem K98K, der MP40, der MP44 und einem K98K mit Zielfernrohr. Fangen wir mit dem K98K an. Das ist eigentlich für damalige Verhältnisse ist es relativ gut gemodelt. Für heutige Verhältnisse ist es nicht ganz richtig hinten auf dem Verschluss bzw. auf dem Schlösschen. Das ist ein bisschen falsch dargestellt. Die hatten wohl so eine Ahnung, wie die Waffen aussehen, aber so richtig präzise sind die nicht. Was bei dem K98K ein bisschen fatal war, ist, dass wenn man hier anzielt, hier sieht man, man kann hier über Kimme und Korn zielen, war auch der größte, also der erste wirkliche AA-Shooter, also der wirkliche Shooter, der wirklich groß rausgekommen ist, bei dem das machbar war. Wer meine Videos kennt, der weiß, das erste Spiel, was ich kenne, war die UT-Mod Night's Edge, die das gemacht hat. Danach nochmal das Spiel Vietcong 1, aber Vietcong 1 ist nie so gut angekommen. Was ich zu dem Kimme und Korn hier sagen kann, ist, dass es relativ grob ist. Das ist beim K98K allerdings auch gemein, denn die Kimme und Korn Visiere der Gewehre der anderen Fraktionen sind sehr viel feiner. Das werdet ihr dann in deren Videos sehen. Mit dem K98K haben wir hier ein Repetiergewehr, das heißt, wir schießen und repetieren automatisch. Das können wir übrigens auch in Kimme und Korn machen, können wir auch repetieren. Es geht relativ schnell. Es gibt ein Gewehr, das ist ein wenig schneller, und zwar das Lee Enfield ist ein wenig schneller im Durchladen bzw. Fertigladen. Das Mosin Nagant ist ein wenig langsamer. Das hier ist sozusagen aber auch schon die Standardwaffe. Und zwar ist das hier kein Scharfschützengewehr, wie das im normalen Call of Duty, also wie das im aktuellen Call of Duty, also WW2, dargestellt wird, sondern das hier ist wirklich eine Standardwaffe. Das hatten wirklich die meisten Spieler, also die meisten Spieler, die einigermaßen gut waren. Wir haben das damals NRS genannt, also Non-Scope Rifle. Dazu sei zu sagen, ich habe das Spiel. Moment, kurzen Schluck trinken. Was dazu zu sagen wäre, ist, dass ich das Spiel hier exzessiv im Internet gespielt habe. Call of Duty 1 ist allerdings nicht so gut angekommen. Die meisten haben damals immer noch Counter-Strike 1.6 oder schon Counter-Strike Source gespielt, beziehungsweise noch Counter-Strike 1.6 größtenteils, weil Counter-Strike Source auf den meisten Rechnern nicht ging. Ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, weniger Counter-Strike zu spielen und eher das hier, weil das hier einfach realistischer war. Warum das so ist, das werdet ihr dann später in den Multiplayer-Videos sehen, falls ich welche aufnehmen kann. Weiter zu den NRS, und zwar Non-Scope Rifles, wie wir das damals genannt haben. Hier waren die Standardwaffe, das haben die meisten Spieler genommen. Man musste damit relativ gut auf einen Spieler zielen, abdrücken, und dann war der meistens bei einem Schuss auch schon tot. Beziehungsweise, ich glaube, Torso und über ist, glaube ich, tot, wenn man mit so einem Ding hier getroffen wird. Aber gucken wir uns mal die anderen Waffen an. Des Weiteren habe ich natürlich hier auch noch eine Pistole und eine Granate, wo ich mich gerade mit wegsprengen wollte. Aber kommen wir erstmal zur Pistole. Das hier ist die Luger P08, beziehungsweise die Parabellum-Pistole. Da kann man auch anziehen. Und mal gucken, ob wir den magisch schnell hinten gleitenden Schlitten haben, beziehungsweise Kniegelenkverschluss. Nein, haben wir nicht. Völlig historisch korrekt wird die Pistole, also mechanisch korrekt, wird die Pistole abgeschossen. Und wenn das Magazin nicht leer ist, wird einfach nur das Magazin ausgewechselt. Und der Soldat hat sogar so viel Trigger-Disziplin, also so viel Waffensicherheit, dass er beim Nachladen, was man eigentlich macht, den Finger aus dem Abzug nimmt. So, gucken wir mal, was passiert, wenn das Ganze leer schießt. So, dann bleibt der Kniegelenkverschluss oben. Muss am Ende aber noch einmal nach hinten gedrückt werden, beziehungsweise nach oben gezogen werden, damit er wieder nach vorne gleiten kann. Wir haben hier übrigens, starten wir hier mit absurd viel Munition, hier 120 Schuss für das Mauser und dann nochmal 50 Schuss,
beziehungsweise ein bisschen mehr. Ich habe schon ein bisschen verschossen, plus 8 Schuss in der Waffe für die Luger. Was man zu Luger sagen muss, Pistolen wurden damals fast nicht benutzt. Und zwar, das, so realistisch wie das Spiel war, es passierte meistens Folgendes: Wenn sich zwei Spieler auf engerem Raum getroffen haben, dann konnten sie sich kaum noch mit den Gewehren hier treffen und dann haben sie den Kolbenschlag eingesetzt. Der ist übrigens, bei mir ist er hier auf V, das ist so ein bisschen so ein Ersatz fürs Messer. Allerdings macht so ein Schlag relativ wenig Schaden. Ich glaube, man muss jemanden zwei bis dreimal mit einem Kolben treffen, bis der umkippt. Wenn sich also zwei Spieler aus nächster Nähe getroffen haben, beziehungsweise miteinander gekämpft haben und beide hatten keine Maschinenpistole, sondern eine NRS, haben beide meistens auf die Pistole gewechselt und sind dann wie wild umeinander drumherum gesprungen und haben versucht, einen dann hier mit der Pistole irgendwie zu treffen. Und das ist total schwierig, weil man ja immer, um V drücken zu können, kann man ja nicht mehr auf W drücken. Übrigens muss man dazu sagen, dass hier auch noch ein richtig großer Fehler von den Spieleentwicklern gemacht worden ist. Denn standardmäßig ist der Kolbenschlag nicht auf V, wo ich das jetzt habe, sondern auf der Taste über der Großschreibentaste. Und wenn man die relativ schnell oft hintereinander drückt, dann meckerte Windows XP rum und meint, ey, willst du das nicht umstellen? Drückst du die ganze Zeit auf die Taste, was willst du? Und um das zu machen, wurde dann das Spiel minimiert. Das bedeutet, wenn man einen Gegner im Nahkampf getroffen hat, ist um ihn drum rum gehüpft, dann hat die ganze Zeit den hier gemacht und der bleibt auf einmal stehen und macht gar nichts mehr, wusste man, aha, der hatte Windows XP, der hat die Taste nicht nochmal neu gemountet, der hat jetzt sein Spiel erstmal minimiert. Und es sei dazu sagen noch, dass das Spiel hier auf der Quake Engine beruht und Quake Engine, also beziehungsweise Quake 3 Arena Engine und Quake 3 Arena Engine. Quake 3 Arena Engine Spiele, die mögen es gar nicht, wenn sie minimiert werden. Das ist total komisch, wenn das passiert. Ich habe auch ein bisschen Probleme, das hier aufzunehmen. Aber dann würde ich sagen, dann werde ich mich mal mit der Granate hier, die ich habe, ich glaube, ich habe sogar drei Stück davon, wegsprengen. Oh, ach genau. Übrigens sei auch noch zu sagen, dass ich hier, dass man hier kein Bloody Screen hat, sondern man hat hier einen Lebensbalken und wenn der auf 0 ist, ist man tot. Das geht normalerweise relativ schnell. Man wird meistens getroffen, der Balken geht sofort auf 0 und man ist weg. Zumindest wenn man mit einer Non-Scope-Rifle getroffen wird oder Scharfschützengewehr. Um sich zu heilen, kann man eigentlich nur Folgendes machen, und zwar, wenn andere Gegner sterben, also wenn andere Spieler sterben, egal ob jetzt Gegner oder Verbündete, dann hinterlassen die mal so ein Health-Package und dann kann man sich bei denen heilen. So, ich möchte jetzt die nächste Waffe zeigen. So, F zum Wiedereinstieg. So, ich habe jetzt die MP40. Die MP40 ist eigentlich gar nicht mal so gut, weil der Rückstoß einfach mega stark ist. Ihr kennt wahrscheinlich alle die aktuellen MP40s aus World at War oder auch aus der Black Ops Singleplayer-Kampagne oder jetzt neuerdings WW2. Und da sieht der Rückstoß ja so aus, dass er fast nicht vorhanden ist. Hier ist er. Relativ heftig und durch das Mündungsfeuer sehe ich teilweise gar nicht mehr, wo ich hinschieße, wenn der Gegner relativ klein ist. Dafür ist mein Korn relativ klein. Ich kann damit einen relativ präzisen Erstschuss abgeben, aber mehr auch nicht. Ich kann damit relativ gut auch aus der Hüfte kämpfen, zum Beispiel im Häuserkampf. Das geht einigermaßen, dann treffe ich auch so ein bisschen was, aber so richtig gut treffe ich eigentlich nichts. Ich gucke mal, wo dann hier die Schüsse auftreffen. Die treffen nämlich fast überall auf. Und ob das korrekt nachgeladen wird? Ja, ist korrekt. Übrigens, MP40, ich habe ein Video dazu, wie das ganze Ding komplett funktioniert. Hier ist der Kammerstängel, ach, nicht Kammerstängel nennt man das ja nicht, sondern hier ist der Verschlusshebel. Also Verschlussspannhebel ist hinten, geht nach vorne zum Schuss. Und wenn ich die Waffe nachlade, tausche ich auch nur das Magazin aus. Also hier werden die Waffen im Gegensatz zu Counter-Strike 1.6 und den meisten Spielen korrekt bedient. Die Waffe hier also teilweise nur was für einen Häuserkampf, nicht wirklich gut, auch nicht wirklich beliebt. Gucken wir uns die nächste Waffe an, und zwar die MP44, aka STG44. So, gucken wir mal, ob wir. Ah, ist die Granate gerade an mir selbst abgeprallt? Granaten werfen hat man damals auch nicht so wirklich oft gemacht. Granaten hat man halt benutzt, um wirklich Camper und sowas loszuwerden. Ansonsten. So richtig Grenade-Spam, weil das war einfach zu umständlich, immer auf die Granate zu wechseln. Kann man da. Ja, man kann übrigens auch hier mit der Granate jemanden hauen und dann wirklich einen Potato Masher hier auch wirklich als Potato Masher einsetzen. Das hat man nicht wirklich gesehen. Gucken wir uns das Sturmgewehr an. Das Sturmgewehr, also das SCG-44, ist relativ gut im Einzelschuss. Das kann man auch abheben, ohne dass man es auf Einzelschuss stellt. Ich muss mal gucken, wo das gemountet ist. Optionen, Schießen. Nächste Waffe, vorherige Waffe. Feuerratte, genau, M ist es. Zurück. Zurück ins Spiel, M. Man kann das Ganze hier auf Einzelschuss einstellen. Und dann schießen, aber der Rückstoß ist halt relativ heftig. Man muss immer so ein bisschen warten. Und auf Dauerfeuer ist das halt ein bisschen schwierig. Man kann meistens so zwei Schüsse abgeben. So zwei, die dann noch so ein bisschen treffen auf eine bestimmte Entfernung.
Aber allgemein ist der Rückstoß einfach zu heftig. Obwohl das Ding. Ah, ich sehe gerade einen Fehler, aber da kommen wir gleich zu. Das Ding war teilweise auch meine Lieblingswaffe. Das gibt es auch, da ja die Alliierten ein vergleichbares Ding nicht haben, gibt es das SCG-44 auch öfter mal als Battle Pickup auf manchen Karten. Aber kommen wir wieder zurück zur Leistung. Und zwar habe ich das Ding meistens so benutzt, dass ich das dann immer auf vollautomatisch gelassen habe und im Häuserkampf und so weiter habe ich die Gegner dann aus der nächsten Nähe damit weggesprayt. Das ging eigentlich auch ganz gut. Und auf Inferno konnte man auch Spieler wegholen, wenn die jetzt nicht so wirklich gut waren. Das ist halt die Waffe, also Noob-Abwehrwaffe, um dann wirklich gegen Spieler zu kämpfen, die sich dann nicht so gut damit auskennen. Hier braucht man aber schon drei Schüsse, bis sie dann tot ist. Aber kommen wir zum Fehler. Und zwar ist das echte SCG-44, also MP-44, ist eine aufschießende Waffe. Das heißt, der Verschluss ist normalerweise zu. Und bei einem Schuss geht dann das Ganze nach hinten und geht dann wieder nach vorne, also der Verschluss. Und hier ist das so dargestellt, als wäre das eine zuschießende Waffe. Also als würde das Ganze aus der offenen Verschlussposition feuern. Das sieht man daran, dass der Repetierhebel bzw. Der Verschlussspannhebel hinten ist und immer nach vorne greift, also immer nach vorne geht. Und wenn er das Ganze leer schießt, bleibt das Ganze hinten und wird nachgeladen und man hört so ein komisches Klacken, obwohl sich da nichts bewegt. Hier ist irgendwie ein bisschen komisch dargestellt worden. Zur Verteidigung der Entwickler muss man allerdings sagen, dass sie sich hier wahrscheinlich mit dem Maschinenkarabiner, also dem MKB 42 Händelbauweise vertan haben, denn der Maschinenkarabiner Händelbauweise, der funktioniert so. Da ist der Verschlussspannhebel hinten mit dem Verschluss und haut jedes Mal zum Schießen nach vorne. Das ist beim SCG-44 allerdings geändert worden. So, als letztes hätten wir dann hier das K98K mit Zielfernrohr. Übrigens haben eigentlich alle die gleiche Zahl von Granaten und auch immer diese Luger-Pistole. Eigentlich könnte ich auch einfach ins Minenfeld laufen. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe? Egal. Ist ja sowieso die letzte Waffe. Hier sehen wir ein wenig merkwürdiges gemoddetes Zielfernrohr. Das ist teilweise richtig. Es gibt eine Montage, die sieht sehr ähnlich aus wie das hier. Das ist allerdings ein wenig merkwürdig. Wenn man ins Zielvisier geht, sieht man. Entschuldigung, Röpser rausgeschnitten. Wenn man ins Zielvisier geht, sieht man, man hat hier ein sehr, sehr dünnes Absehen 1. Was so ein bisschen hin und her schwankt, ich mache gerade nichts, was einem sehr viel Blickfeld nimmt, drumherum schwarz ist, allerdings aber auch schon eine relativ gute Vergrößerung hat. Naja, so viel ist das nicht wirklich. Und man kann nicht quickscopen, weil man nicht weiß, wo das Ding startet. Das ist hier immer so ein bisschen, wackelt hier so ein bisschen und man kann auch nicht die Luft anhalten. Das bedeutet, das Ding wird nicht stillstehen und dadurch ist das Snipern relativ schwierig. Und wenn man sich dabei bewegt, geht das hier absolut nüsse und man trifft gar nichts mehr, muss sich damit wirklich irgendwo hinsetzen. Allerdings sind die meisten Karten auch sehr groß und sehr weitläufig und da kann man wirklich auch sehr gut snipern. Guck mal, was passiert, wenn ich mich hinlege. Ja, genau, wenn man sich hinlegt, ist es ein bisschen weniger, als wenn man aufsteht. So, jetzt hier im Hocken, hier im Stehen. Als Scharfschütze musste man schon so ein bisschen was können. Also, wo haben wir es? Den meisten Skill brauchte man eigentlich hier für diese NRS-Dinger. Für Maschinenpistole brauchte man gar keinen Skill, damit hatte man aber auch auf Entfernung gar keine Chance. Am einfachsten war das hier und das hier. Mit den Scharfschützengewehren war noch ein bisschen einfacher. Aber dann würde ich sagen, dann war es das hier für das deutsche Video. Dann verabschiede ich mich hier mit dieser liebevoll gemachten Karte hier. Also Minimap damals noch nicht vorhanden. Hier sieht man also nicht die Spieler. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken dieses kurzen Videos. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann kommt es hier zur Videoreihe und dann hier zu einem anderen Video. Dann sehen wir uns im nächsten Video mit den Amerikanern wieder.